Für die Gartenschau im Jahr 2027 hatte die Kurstadt Bad Urach im vergangenen Herbst einen freiraumplanerischen Wettbewerb zur Gestaltung des Kerngebietes ausgeschrieben. Bis Anfang März hatten die teilnehmenden Landschaftsplaner die Möglichkeit, ihre Entwürfe einzureichen. Am vergangenen Wochenende hat ein Preisgericht nun den Sieger ermittelt. Die Fläche, um die es geht, erstreckt sich grob vom Bleichehof bis zur Hochhauskreuzung und umfasst damit auch den gesamten Kurpark. Für den Wettbewerb zur Gestaltung dieses Gebiets für die Gartenschau wurden insgesamt 18 Entwürfe eingereicht. Ein Preisgericht befasste sich am vergangenen Wochenende rund 12 Stunden lang mit diesen Ideen und kürte am Ende den Entwurf von Planorama Landschaftsarchitektur aus Berlin. Der Entwurf hat die Armsaue in einer sehr guten Art und Weise aufgenommen, hat diesen Kurpark in den Mittelpunkt gestellt und hat auch die Form des Kurparks dann übernommen, auch mit den Rundwanderwegen in den einzelnen Einheiten. Er ist in Teilen sehr visionär und das gilt jetzt einfach für uns in den nächsten Wochen und Monaten abzuwägen und natürlich auch von der Kostenseite her abzuwägen, ob wir uns das auch entsprechend leisten können. Denn nicht alles, was der Entwurf vorsieht, wird automatisch umgesetzt, so Rebmann weiter. Ulf Schrader, der seinen Entwurf heute vorgestellt hat, erklärt, welche Veränderungen sie sich innerhalb des Kurparks vorstellen könnten, um das Landschaftspotenzial vor Ort mehr auszuschöpfen. Man kann es hier hinter uns auf dem Plan eigentlich ganz gut erkennen. Es ist ja dieser Bereich, der im Moment sozusagen hauptsächlich Parkplatz ist und auch Wohnmobilstellplatz. Und wie Sie jetzt hier sehen können, haben wir versucht, eben eine Mitte zu entwickeln, die eben frei ist. Und dass wir das Parken sozusagen an den Rand bringen, auch in ein Parkhaus. Genau ähnlich mit dem Wohnmobilstellplatz, den wir auch versucht haben, hier so weit wie möglich an die Bundesstraße zu legen, um eben hier so eine Durchgängigkeit eines Parks überhaupt erzeugen zu können. Marianne Mommsen war Teil der Jury und erklärt, auf welche Kriterien bei der Entscheidungsfindung Wert gelegt wurde. Für uns ist es wichtig, dass man erstmal über den Tellerrand hinausdenkt, dass man denkt, was wäre, wenn, und wirklich ein bisschen anfängt zu fliegen und sich das Idealbild für solch einen Ort entwickelt. Und wir planen für die nächsten Generationen, die nach uns folgen. Und da sind solche Themen wie Biodiversität, Landschaft, Entsiegelung und Mobilitätswende große Themen, die man nicht gleich alle realisieren kann, aber die wir im Blick behalten müssen, um zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln. Wer sich selbst ein Bild über den Siegerentwurf, aber auch über die anderen Entwürfe machen möchte, kann sich alle Vorschläge noch bis Ostermontag im Dorfgemeinschaftshaus in Sürchingen anschauen.